Guten Abend miteinander, Bujeri Hans-Peter aus Australien. Heutiges Thema Wintersport. Wenn es weiter so schneit, dann werden die Fernseher über die Jagungen der Skirennen fragwürdig. Siehst du ja nicht, einmal, wenn sie auf die Schnitz legt. Jetzt hat man im Zug vor Globalisierung gemerkt, dass auf der Südhalbkugel, also wo ich jetzt gerade bin, genau dann Sommer ist, wenn es in der Schweiz oben so saukalt ist. Geeignet für Sport im Winter bei uns ist Tennis, weil zu Australien ist es heiss wie nur etwas und das kann man von aussen spielen. Darum heisst es ja Australian Open. So noch zuerst einer drauf kommen. Ich begrüße jetzt hier bei uns im Studio. Wie geht's mit dieser Hitze? Ja, grüezi Herr Buri, ja, es ist, ist tatsächlich so heiß da unten, oder? Aber man kann es direkt vergleichen mit dem Hochsommer daheim, oder? Also bei uns in Basel, also in Wollerau. Ja. Die Journalisten ja, gehen um vom Geld bei so einem Turnier, aber scheint sie die zu Australien noch nicht so weit wie bei uns in der Schweiz. Also gehört sagen, bei einem Sieg überkommt der Tür nicht einmal Kinder zulagen. Ja, es ist tatsächlich so, oder? Das sind Kosten, die im International Tournament Circus nicht mehr erstatten, oder? Also, gerade mit Zwilling wäre bei uns echt etwas zusammengekommen, oder? Aber grundsätzlich im Sport geht es nicht um Geld, oder? Da geht es um der, oder? Also, um der, dass ich hier da in Australien darf die Marke Schweiz verteidigen und vertreten, oder? Und außerdem natürlich auch Lind und Springli, oder? Credit Suisse, National Suisse, Mercedes-Benz, Wilson. Ja, schon gut. Jetzt bin ich davon bluffen, da im Fernsehen. Ja, sind noch nicht fertig. Wir haben einen Rolex haben wir noch. Langsamer, das einkauft ihr sowieso nicht. Gitter. Jetzt seid ihr dir nach einem Match sogar der Jens William persönlich begrüßen. Hätte ich nachher mit ihm noch ein isotonisches Getränk geschnappen? Nein, leider nicht, oder? Weil ja, wir müssen die Kleinen wickeln, oder? Obwohl, also die Mitglieder von der Königsfamilie sind ausgesprochene Tennis-Fan, oder? Also, vor allem die verstorbene Mutter vom Prinz, oder? Also die Lady Diana. Ja. Aber die wäre ja gescheiter beim Tennis geblieben, statt mit dem Mercedes fahren. Aber zurück zum Sport. Das sind super die Jungen, spielen wie ein Junge der Ajax. Im letzten Jahr die meisten Spiele in sehr kurzer Zeit gewonnen. Dann machen die Sponsoren ja nicht Druck, das Zeug ein bisschen die Länge zu ziehen. Ja, klar, also machen die Sponsoren Druck, oder? Aber muss sagen, also noch viel mehr Druck hat Mirka gemacht, oder? Weil sie hat immer nach spätestens 2 Stunden hat sie müssen die Kleinen stillen, oder? Und ich kann in der entsprechenden Zeit müssen den Match gewinnen oder verlieren, oder? Also, gut, jetzt hat Mirka abgestillt, oder? Also, von dem her bin ich selber auch wieder offener für längere Spiele. Ja. Ein guter Journalist muss einfach nach den Privaten hingehen und fragen. Dann versteht man noch die Resultate viel besser. Fertig.